Die Embacher Campusrunde beging heuer ihr 30-jähriges Jubiläum. Wie in den letzten Jahren war diese Veranstaltung auch heuer wieder ein Publikumsmagnet und so kamen mehr als 1500 Einheimische und Gäste nach Embach, um dem mystischen Treiben der Campusse zuzusehen. Die Sänger und weißen Bläser sind wieder da. Das greift mir auch. Ja, jetzt ja. Und endlich, liebe Kinder vom Kindergarten, lass ich jetzt nicht mehr länger warten. Ich bitte euch, da sind verwinkte Sinner und mit dem schönen Fest beginnen. Wie bringen Sie sowas zusammen, muss man sagen. Das bringt man nicht als Bürgermeister zusammen, sondern man kann nur Rahmenbedingungen mit anbieten. Nämlich dahingehend, wenn es organisierte Menschen gibt in der Bevölkerung, in unserer Gemeinde Lendembach, die sich dazu zur Verfügung stellen, nicht nur einen Campusrummel, eine Campusschau auf die Füße zu stellen, sondern auch das Brauchtum leben zu lassen. Und da muss man mit Freude feststellen, dass in Embach diese Campusrunde nicht nur eine Show darstellen möchte und einen Campusrummel veranstalten möchte, so wie es vielerorts in Salzburg geschieht, sondern dass man auf den Weiterbestand des Brauchtums des Campuslaufes eigentlich achtet. Und dafür herzliche Gratulation an die Embacher Campusrunde. Für Gott, ihre Leute, so Enka, heiliger St. Nikolaus. Die Gruppe der Waisenbläser aus Embach sorgte mit ihrer musikalischen Darbietung für eine vorweihnachtliche Stimmung. Wir sind eigentlich rausgekommen aus der Drachenmusik Embach. Wir sind ungefähr 55 Mitglieder dabei und haben gesagt, wir spielen darum natürlich gern bei der Campusrunde und dann die ganze Fest ein bisschen verschönern. Wir versuchen ein bisschen adventliche und weihnachtliche Stimmung einzubringen und so gut wie möglich haben wir versucht, das umzubringen. Die traditionell handgeschnitzten Perchtenmasken sowie die Gewänder aus Schafsfell und die eigens in Hand gefertigten Schellen sind von uralten Bräuchen übernommen. Die Abteilung Volkskultur des Landes Salzburg zeichnete diese hohe Qualität der Brauchtumspflege mit einem Preis aus. Die Campusrunde Embach feiert ja heuer das 30-jährige Jubiläum und wir sind auch so ziemlich genau 30 Mitglieder und es ist ein sehr engagierter Verein und deswegen kommen wir auch so eine Veranstaltung, die da heute war und wie wir es schon jahrelang machen, organisieren. Vor ohne Embacher Campusrunde mit 18 Campusen, ein Nikolaus und zwei Kerbitrager. Und wir haben auch traditionsgetreue zwei Bassen von Gastennertal jetzt da, weil die einfach von den Masken her zu der Embacher Campusrunde genau passen, weil wir auch mit original Gastenner-Masken laufen. Ich möchte mal dazu sagen, es war eigentlich kein Feuerwerk, sondern es waren Spezialeffekte. Also wir wollen nur gleich die Campusse, also als erstes in erster Linie Nikolaus, weil das Wichtigste ist der Nikolaus. Dann die Campusse, wir wollen sie in ein Licht drücken, also wir wollen die Tradition nicht mit einem Feuerwerk oder mit viel Pyrotechnik unterdrücken, sondern wir wollen einfach ein bisschen was zeigen, wollen das ein bisschen mystisch machen, wollen das ein bisschen betonen. Es hat sich in den letzten Jahren ausgestellt, dass das gut ankommt bei den Leuten und ist dann ein bisschen mehr geworden und ja, so ist das eigentlich gekommen. Ein Adventmarkt mit handgemachten Weihnachtsgeschenken, Glühwein- und Kastanienständen sowie Produkten aus bäuerlicher Produktion, Pferdeschlittenfahrten und Geschenke vom Nikolaus für alle Kinder rundeten diese im Land Salzburg einzigartige Veranstaltung ab. Die Advent-Rohrs am 20. Dezember 2009 bildet den nächsten Höhepunkt im Embacher Advent.